Bundesarbeitsgericht sorgt für Gleichbehandlung bei Lohnzahlungen Frau und Mann. Es ist eine Schande, dass erst ein hohes deutsches Arbeitsgericht einen Gleichbehandlungsgrundsatz für die Frauen durchsetzen muss oder ankündigen muss, dass Frauen gegenüber Männern für gleiche Arbeit den gleichen Lohn erhalten. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Der 8. Senat des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt hat zugunsten einer Klägerin entschieden, dass diese bei gleicher Arbeit und bei gleicher Qualifikation gegenüber ihrem männlichen Mitarbeiter den gleichen Lohn zu bekommen hat. Hier ging es darum, dass diese Frau sich bei der Bewerbung, also sie hat sich beworben auf eine offene Stelle und hat die auch dann bekommen und hat dann irgendwann mal mitbekommen, dass ihr Mitarbeiter, der die gleiche Arbeit macht, der die gleiche Qualifikation hat, vor Einführung eines Tarifvertrages sage und schreibe 1.000 Euro mehr Lohn bekommt als sie, Bruttolohn mehr bekommt. Nach Einführung des Tarifvertrags waren es dann nur noch 500 Euro mehr Lohn. Und als sie ihren Arbeitgeber daraufhin angesprochen hat, hat der gesagt, hast Pech gehabt, Mädel, du bekommst das Geld, also du bekommst deshalb weniger Geld, weil du halt schlecht bei der Bewerbung verhandelt hast. Naja, und das hat die Dame natürlich auf die Palme gebracht, ist zur Anwältin gegangen und die haben dann sich durch die Instanzen geklagt und haben vor dem Bundesarbeitsgericht Recht bekommen. Das Bundesarbeitsgericht hat gesagt, Frau und Mann, gleiche Arbeit, gleicher Lohn. Und das ist ein Meilenstein, dieses Urteil. Und deshalb ist es so wichtig, dass das Bundesarbeitsgericht entschieden hat und gesagt hat, Mann und Frau, gleicher Lohn bei gleicher Arbeit in vergleichbaren Arbeitsverhältnissen. Ich finde es aber trotzdem sehr, sehr traurig, dass erst das Bundesarbeitsgericht darüber entscheiden muss und dort eingreifen muss in die Tarifautonomie und Tarifhoheit und auch hier in arbeitsvertragliche Lohngefüge eingreifen muss. Und dass viele Arbeitgeber immer noch einen deutlichen Unterschied machen zwischen Mann und Frau bei gleicher Arbeit, hier unterschiedliche Löhne zahlen. Das ist gelinde gesagt in Deutschland, einem so reichen Land, einfach eine Schande. Vor allen Dingen, weil Frauen bei gleicher Arbeit, wenn sie weniger Lohn bekommen, dann auch deutlich niedrigere Rentenansprüche haben. Und das kann ja wohl nicht wahr sein. Frauen, die zum Beispiel Kinder zur Welt bringen, die erziehen, haben mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Wahnsinnsleistung in ihr Leben erbracht. Und deshalb müssen Frauen letzten Endes auch hier wenigstens auf dieser Ebene gleichen Lohn für gleiche Arbeit erhalten. Ich freue mich für alle Frauen, dass endlich hier ein Meilenstein in der Rechtsprechung besprochen worden ist. Und ich hoffe, dass Sie sich jetzt alle endlich das holen, was Ihnen nämlich zusteht, nämlich der gleiche Lohn für gleiche Arbeit gegenüber Ihren männlichen Mitbewerbern oder Mitkonkurrenten, die für die gleiche Arbeit vielleicht heute immer noch deutlich höheren Lohn erhalten. Also meine Damen, kämpfen Sie um Ihr Recht. Es lohnt sich offensichtlich. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.